ZIP-Dateien, was ist das? Wie kann ich Dateien zippen und vor allem, wie kann ich eine ZIP-Datei entzippen? Mein Name ist Pirmin Lehner. Wir können einzelne Dateien mailen, aber keine Ordner. Wenn wir aber einen Ordner zippen, und Sie sehen hier diesen Reißverschluss, eben ZIP, dann kann ich einen ganzen Ordner mailen. Natürlich, die Bedingung ist, dass auch dieser Ordner nicht mehr als 10 Megabyte, vielleicht einmal 20 Megabyte groß ist, sonst meckert der Mail-Server. Oder ich schicke diese Datei über die Webseite WeTransfer oder über Dropbox oder über irgendeinen anderen Cloud-Dienst jemandem zu und diese Person kann diese riesige Datei wieder herunterladen. Als erstes will ich aber nun mal entzippen. Ich gehe wieder zum Windows Explorer. Ich habe da ja so ein komisches Ding. Und wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, ich sehe, das sind JPEG-Dateien. Nur sehe ich die Bilder nicht. Auch wenn ich hier unten gesagt habe, ich möchte die Bilder sehen, stimmt die Bildvorschau im ZIP-Ordner. Und da stecke ich jetzt ja drin, geht nicht. Ich gehe da wieder aus diesem Ordner raus. Ich mache einen Rechtsklick auf diesen Ordner und sage alle extrahieren oder neu in Windows 11. Sobald ich auf einen ZIP-Ordner klicke, erscheint hier oben alle extrahieren. Das mache ich nun. Es extrahiert diesen Ordner wieder an denselben Ort und schauen Sie, dass hier der Haken nicht drin steht. Okay, extrahieren. Das dauert einen Moment und da ist der Ordner, das ist genau derselbe Ordner wie der ZIP-Ordner. Also ich kann nun in diesen Ordner mit einem Doppelklick reingehen, diese Dateien anschauen, perfekt. Und ich kann nun diese Dateien verwenden. Natürlich müssen das nicht nur Bilder sein. Ich habe nun in diesen Lissabon-Ordner drei weitere Dateien eingefügt. Eine Excel, eine Word und eine PowerPoint-Datei. Jetzt mache ich das Umgekehrte. Ich gehe aus diesem Ordner raus und zwar hier im Dateipfad nach links, Bilder. In diesem Ordner sind nun diese Dateien und ich will das wieder zippen. Bevor ich das mache, lösche ich aber noch den Original-ZIP-Ordner, denn das gäbe Problem, wenn diese Ordner denselben Namen haben. Ich mache einen Rechtsklick und schmeiße diesen Ordner in den Kübel, gehe zu Lissabon, mache einen Rechtsklick und sage in ZIP-Datei komprimieren. Das dauert einen Moment. Und hier ist der Ordner erschienen, er ist gezippt. Das heißt, den könnte ich nun mailen oder wieder irgendwohin deponieren in einer Cloud. Und man kann sogar jetzt noch eine Datei dazufügen. Ich gehe mal zu meinen Dokumenten, zu meinen Dateien und ich füge noch eine Pressemappe ein. Ich klicke hier rechts drauf, kopieren. Ich gehe zurück zu meinen Bildern, zu diesem ZIP-Ordner, Doppelklick. Ich bin nun im Lissabon-ZIP-Ordner drin, ich gehe auch hier noch hinein und füge jetzt, und ich sehe hier, ich bin im ZIP-Ordner, mit einem Rechtsklick diese Datei ein, einfügen, Ctrl-V, und Sie sehen, die Datei wird jetzt komprimiert und ist nun ebenfalls im ZIP-Ordner gezippt. Ich gehe wieder aus diesem ZIP-Ordner raus. Hier bin ich noch im ZIP. Hier bei Bildern bin ich außerhalb des ZIP-Ordners. Ich zeige hier ein anderes Anwendungsbeispiel. Ich habe bei Google Fotos, Bilder online. Ich klicke hier ein paar Bilder an, zum Beispiel diese hier, denn ich will die herunterladen oder ich will die gar nicht mehr online. Gehe hier zu diesen drei Tupfern, sage herunterladen und die werden nun nicht einzeln heruntergeladen, sondern werden als ZIP-Datei heruntergeladen. Ich speichere diese Bilder nun auch mal bei meinen Bildern, speichern, gehe zu meinem Speicherort und sehe, ja, das ist eine weitere ZIP-Datei, die heißt bei Google immer Fotos ZIP. Ich kann die wieder entzippen, ich gehe hier drauf, extrahieren, jawohl. Und hier sind die Fotos extrahiert. Das heißt, diesen ZIP-Ordner brauche ich auch nicht mehr. Ich gehe zu den entzippten Fotos und habe nun die Bilder auf meinem PC zur Verfügung und kann nun machen damit, was ich will. Das war's.